Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute machen wir einen Beach-Tag. Und zwar, Töchterchen hat sich gewünscht, einen Beach-Tag zu machen. Moin! Moin, Bogart! Und jetzt fahren wir hier die Strecke zum Katoi Beach. Der heißt nicht Katoi Beach, der heißt, wie heißt der? Hatsai Kao. Ich sage immer Katoi Beach. Ist einfacher. Und zwar ist das hier bei dem Militärgelände, auf dem Militärgelände. Wenn du reinkommst, musst du da deinen Ausweis abgeben da und musst dich erstmal anmelden. Und ich habe keinen Ausweis bei. Um Gottes Willen! Töchterchen, da musst du draußen bleiben. Nee, aber ohne Scheiß, ich hab mein Reisepass nicht da. Aber nur ich alleine. Dann machst du dich anmelden, genau. Besser immer die Frau verschicken. Besser ist das. So, und jetzt fahren wir hier die Strecke hier. Wir sind letztes Mal hier gefahren. Ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre her. Boah, das sieht total anders aus, ehrlich. Du, was die hier gebaut haben, du, ne? Was die hier verändert haben. Also, das sieht aus wie in einer Parallelwelt. So, echt, du. Total anders, wenn du nach 2 Jahren jetzt wiederkommst hier, ne? Wahnsinn, du. Wie haben die das hier verändert? Und so viel Beton rein da und Brücke hoch da und Straße drunter, ne? Wahnsinn. Wirklich eine sehr starke Veränderung. Aber egal, wir werden den Weg trotzdem finden. Das ist die Hauptstraße hier Richtung Rayong runter. Ne? Ja. Nummer weiß ich nicht. Kennst du die? Kennst du die? Ja, Schatz. Ich frage, kennst du diese Nummer von der Straße? Ja, Schatz. Da oben steht's doch hier. Da oben steht's doch hier. Die drei Richtung Rayong. Jetzt haben wir es doch, ganz einfach. So. Okay, ja, nochmal, was machen die da? Nun muss ich eben gucken hier. Also hier wird viel Geld im Straßenbau gesteckt. Und das, entfernen. Das muss ich sagen, ehrlich. Schön Beton machen immer hier. Herrlich, herrlich. Können wir auch noch anfangen jetzt. Oh, was? Beton machen. Nein. Betonbauer. Nein. Wir sind Spezialisten. Mixi. Mixi, Mixi. Da waren wir auch schon mal. Ja. Da waren wir auch schon mal drin, ja. Da ist auch schön. Schön. Das ist aber auch neu hier mit den Schlössern. Da. Ja, wo? Das ist auch neu. Wo ist wohl? Mag mehr. Ja, ja. Ruhig bleiben. So. Hier ist U-Turn. Das ist ja alles nicht mehr schön hier. So, wie sieht's aus? Nee. Warte. Ich würde umdrehen. Sonderkorn. Langsam. Langsam. Follow him. Schwarzer Auto. Jaidam. Oh. Hier, das muss zeigen. Da geht's rein. Da geht's rein. So. Jetzt musst du hier aber erstmal dem Herrn Officer sagen. So, jetzt musst du hier. Musste hier erstmal Card abgeben, die Sache. Dann musst du, kommst du so nicht nein hier, kommst du nicht nein. Musst du erstmal anmelden hier. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja,
man grüßt nicht, wenn man keine Uniform anhat. Vor allem du sowieso nicht. Ich hab doch gedient. Nein. Ich hab doch gedient. Ich bin doch, ZZZ bin ich doch. Genau. Ja, zur Zucht zurückgestellt. Ich darf also nicht jetzt militärisch grüßen. Liebe Leute, das macht man nicht. Das macht man wirklich nicht. Das ist so... Ich habe jetzt gedacht, das ist richtig. Nein. Man grüßt nicht militärisch, wenn man nicht gedient hat. Nein, und wenn man... Kann man nicht, und, ja. Aha, jetzt. Was ist jetzt los hier? Was ist das denn hier? Steckfrucht? Ja. Können wir fahren? Ja. Eintritt frei? Nein, noch nie. Nur nee, ich meine, wir müssen aber nichts nicht bezahlen. Nur so diese. Okay. Was sehen wir denn hier? Da gehen wir hin. Ah, jetzt, ja. Haus am See. Kann man das mieten oder was ist das hier? Ja, mieten. Möchte ich aber nicht mieten. Das ist aber schön hier, du. Ja, was ist das schön hier, du? Was ist das schön hier? Schöne Bäume. Warum sind hier keine Palmen? Wieso hat sie keine Palmen? Wir sind doch in Thailand. Nein, hier wachsen auch andere Bäume. Also, ich muss jetzt erstmal hier durchfahren, über den Berg da drüber und... Bei welchem Berg? Da. Was da? Diesen Berg dahin. Hä? Da musst du drüber. Ach was, also sonst konnte man selber fahren, aber jetzt haben sie es wohl so gemacht, am Wochenende musst du mit dem Bus fahren. Die fahren nicht dann darüber und wochentags, glaube ich, kannst du noch so fahren. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, gell, mein Schatz? 60. Ich fahre doch 60. Gibt es ja auch Polizeikontrolle. Nein, aber... Dann kann ich auch runterfahren. Wie hier, man hat also so... Nein, wir fahren korrekt 60. Ich habe Kultur. So, Ticket kaufen. Du musst dir Ticket kaufen und zwar, der Uwe hat ja seinen pinken Ausweis hier, dann zahle ich Thai-Preis, 50 Baht. Ja. 50 Baht. Töchterchen ist nur Touri und 100 Baht. Ja. So. Bin zu weit im Winter. Oh, aber selber rüberfahren heute. Ja. Schön. Wenn ich. Also, selber fahren heute. Das ist schöner. Ich mache das auch immer selber. Bevor ich dann wieder hier umsteigen muss, dann da. Gerade auch, oder? Ah, ist das schön hier. Nee, ein bisschen rüber über den Berg noch. Also. Guck mal hier, schön. Ach, das schön. Ach, ist das schön. Ja, Apple. Ach, wir haben ja Apple. Ach, Mann, ey, so ein Scheiß, haben gar nicht bestellt, du. Oh Mann, gibt's ja Discount jetzt? Aber wie extrem das hier ist. Ja, echt, ey, du. Nein, ist ohne Scheiß. Ja, wenig, du. Viel hier, oder? Boah. Viel. Gar nicht gesehen heute. Ist heute Vollmond oder was? Ne, ist aber wirklich viel jetzt. Ehrlich, du. Echt? Naja, wir bleiben ja eine Weile, ne? Ja, ja, Wasser kommt ja wieder zurück. So. Stopp. Schön. Ja, schön hier auch auf dem Militärgelände, gell? So. Oder. Darf man jetzt bei euch aufs Militärgelände drauf und da mal eben im Wald spielen? Geht das bei euch? Wenn auf dem Truppenübungsplatz die rote Fahne hängt, dann nicht. Sonst ja. Ach, dann darf ich kommen? Hier ist übrigens 40. Ja, mein Gott, ich hab doch 40. Ja, das sind 50, das sehe ich aus 10 Metern Entfernung. Oh, gern noch mal, ich muss doch Berg hochziehen hier. Aber du bist aber auch sehr genau. Ja. Ah. Musst du dir aber ablegen in Thailand. Huh? Ja, da kann man mich schon Toleranz walten lassen. Du musst es auch immer sehr tolerant sein, vor allem wenn jetzt meine Arbeiter kommen. Ja, und dann werden wir hier vom Platz geschmissen, weil du hier meinst, rumrasen zu müssen. Rumrasen? Ja. Hast den Typ gestern gesehen hier auf der Soy 8? Mit seinem dicken Maschine da mit 100 durch die Soy 8 fahren? Ja, genau, das macht er noch ein paar Mal und dann irgendwann nicht nochmal. Ja, der Idiot, aber ehrlich du. Säcke. Aber richtiger Schaufsäckel, aber ehrlich Säcke. Du. Weißt du, echt mit so einem Big Bike da du und Vollgas hier durch hier, die guck, Soy 40. 8 dann da. Guck, da steht's. Ja.
Das war aber nur jetzt in der Kurve. Ich bewahre dich nur vor Bösem. Ja, hier wird bestimmt jetzt einer stehen und mit der Kamera hier. Du bist nicht in Deutschland hier. Also wir fahren jetzt hier über den Berg, was ich gesagt habe. Ist das schön. Du musst im Linken bleiben hier, so den. Schön da, Laube. Nein. Look. Nein, hier gibt's auch gleich noch ein Viewpoint gibt's hier auch noch. Oh, steigen wir da kurz aus. Aber gerne. Hier. Warm, ne? Wo ist warm? Schwindelig, ne? Ihr habt doch alle immer was. Ja, ja. Ich fahre jetzt 30. Ja. Da sagst nichts. Ja. Da sagst jetzt nichts, gell? Ich muss schneller fahren, Papa, ich muss schneller fahren. Hier ist 40. Hier. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Die Schleiben, da darf man nicht gibt's am Essen. Also. Ach so. Hm. Hallo Affe. Warten Sie. Töchter, hier muss ich Foto machen. Hallo Affe. Was erzählst du mir denn da? Ist ja cool. Der hat aber schöne Haarschnitte, oder? Guck mal. Bye. Schön. Ui, die. Was ist denn da? Ui. Ach, da sind noch zwei. Zwei? Ui, die Baby, oder? Da sind noch zwei. Ach Gott, süß. Oh, das ist aber süß hier. Wow, schau mal, da ist das. Oh, voll Ebbe, ey, voll Ebbe hier, ey. Ach, hier war der Viewpoint. Wo war der? Hier. Ja, aber das machen wir lieber nachher, wenn das Meer wieder da ist. Dann sieht es schön aus. Im Wasser. Und das ist so ein scheiß Wasser. Schon da. Landschaft müssen wir nehmen. Das ist auch. Captain Backen, bitte. Wir liegen da. Und First Class. First Class kann nicht. Wo darf ich denn parken? Unten den Baum machen. Gerne, mein Schatz. Da sind wir jetzt. Katoi Beach. Oder? Ich zeig dir. Schön ruhig heute. Hier ist wirklich niemand. Hier ist Porn mit Rolle Klopapier. Das ist schön. Da nochmal der Name. Man sieht, dass du mein Töchterchen bist. Warum? Von wegen neue Gebrille kaufen. Das geht auch so. Das Ding ist nämlich abgebrochen, weil ich die so lose in meinem scheiß Rucksack drin hatte während dem Flug. Ja. Hol die raus und dann fehlt das. Und dann meinte ich zu mir, hast du einen Kleber da? Ich habe nur zwei Komponentenkleber. Ja. Ja, und dann? Aber der also Teil man hält. Kann das auf jeden Fall nicht mehr bewegen, aber ich meine, ich kann sie noch aufsetzen und gut ist, ne? Und das ist auch gut so. Das ist das Allerwichtigste und vor allen Dingen, das sieht mega cool aus. Sieht mega geil aus. Das ist ein Original-Fossil. Ist das ein Original? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oder ist das eine Kopie? Nee, ist aus Deutschland. Dann ist das Original. Die ist richtig teuer gewesen, ne? Nee. Fossil ist teuer.
Doch, ich habe sie aus dem TK Maxx. Ja. Da hat sie, glaube ich, 20 oder 25 Euro. Ja, siehst du. Ja. Ja, ja. Ja. Ha, hallo, das ist Geld. Richtig so. Man kann das mal ein bisschen schwarz machen, dann fällt das ja gar nicht mehr gar auf. Gar nicht. Richtig, ne? Also, mein Töchterchen. Herrlich. Das heißt, heute 10.36 Uhr ist Niedrigstand. Also praktisch jetzt. 26. Also praktisch jetzt. Ja. Das heißt, jetzt kommt das Wasser wieder zurück. Langsam. Schön. Und wann ist Flut? 19.26 Uhr. Oh, da sind wir aber schon wieder weg. Das ist ja gerade ein bisschen, naja, egal. Muss schon ein bisschen, ein paar Meter weiter laufen ins Wasser. Da sind wir ja tolerant. Warum sind wir jetzt hier? Erste Mal, das Wasser ist hier sauberer wie in Jomtien oder wie in Pattaya Beach. Da ist ja sowieso alles drin, da weißt du. Ganze Schmutz dann da, alles was da reinläuft, die ganzen Wasser, Regenwasser von der Straße, alles fließt ja da rein. Ja, stimmt. Ja, also das ist da wirklich also kein schönes Wasser da mit Fäkalien drin und das ist also jetzt nicht so gerade der Bringer dann da. Und vor allen Dingen hier ist ja auch wenig Publikum hier, ne, weil da ein bisschen was bezahlen muss dann da. Ne. Ist also ein bisschen weniger los hier und man möchte ja nicht mit dem Pöbel zusammensitzen, gell? Oh, Entschuldigung. Also, deswegen sind wir heute hier. Also schönes Wasser, ruhige Lage und Restaurant hat es sogar auch da zum Toll, Essen dann da. Gut. Toilette hat es auch da, Dusche hat es hier. Hab neu. Essen, trinken, kannst alles hier dann machen. Dann. Du bist also etwas überbelichtet. Das macht nichts. Das macht nicht. Da sieht man meinen dicken Bauch nicht. Und die Affen laufen auch noch jetzt darum. Guck mal hinten wieder hier. Wo? An dem Baum da. Wo? An dem Baum Mitte unten. Mitte unten? Was ist das denn für eine Beschreibung? Hier in der Mitte. Rechts am Weg ein bisschen unten. Ah, hier! Ja. Ah, Moment, ja, ist ja so, da. Da läuft er wieder. Gespottet. Der Ling. Chefaffe hier. Ich wackel so. Scheiße. Also so ein rennender Affe? Weiß ich nicht. Also hier ist wirklich halt niemand, ne? Gefällt dir, ne? Ja, finde ich toll. So, gehen wir ins Wasser? Ja. Schön. Ab geht's. Kleiner Rundumblick hier mal von dem Beach. Und ist das schön hier? Oh, das ist schön hier, du. Da in der Mitte, da sind wir da an dem Baum an der Mauer. Wasser, ich sag mal so, boah, gefühlte 30 Grad von meinem Pool, wenn der 30 hat, ist auch so. Also ich schätze mal so 30 Grad gefühlt und Ebbe. Und wenig Menschen hier, ne? Wenig. Guck, da hocken sie, die zwei Grazien hier. Und Wasser gut? Ja, Wasser gut. Schön warm. Schön warm, ne? Ja. Ich sag mal so 30 Grad. Würde ich mal so schwätzen hier. Ein Baum hier, schön. Nicht in der Sonne, nein. So schlau sind wir schon, gell? Ja. Da ist er wieder, da ist er wieder. Der hat uns eben hier, der Affe hier, der hat uns eben hier. Wir sitzen hier, weißt du, mit drei Mann sitzen wir hier. Und er hat uns hier die Tüte geklaut. Ich dachte schon, da war was Wichtiges drin. Da war nur Müll drin, Abfall drin. Mit den mit Mangos hat er uns geklaut hier da. Und dann hoch auf den Baum drauf, hoch auf den Baum hier. Die Kekse. Ganz nach oben rein hier, ganz nach oben hin dann da. Hat er da die Tüte leer gefressen und den ganzen Müll dann wieder runtergeschmissen. Guckt, was da auf dem Sand liegt hier. Da liegt auf dem Sand hier der ganze Müll, da ist das da. Ganze hier. Der ganze Müll, da hat er wieder runtergeschmissen. So, und jetzt war er dann auf dem Baum da hinten
Und war auf dem Baum da und hat dann da hier bei den Leuten unten drunter da versucht, auch was zu klauen. Die haben wir alle jetzt verscheucht. Jetzt hängt er hier wieder und sucht er wieder was. Ein widerlicher Kerl. Also ich bin froh, dass ich keine Affen bei mir habe. Ich sage euch ehrlich, ich will die Affen nicht bei mir auf dem Grundstück haben. Die klauen dir alles weg. Das sind widerliche Kerle. Widerlich. Die klauen dir alles. Da kannst du nichts mehr liegen lassen. Kein Handy auf dem Tisch mehr und nichts mehr. Du, ehrlich, du. So, Jungs und Mädchens, ich habe hier nochmal ein Thema am Rande. Ich habe mir gerade die Kommentare durchgelesen von dem Tattoo-Video. Das ist ja heute. Ich lese das heute durch da und das war ja ein sehr polarisierendes, sag ich doch, habe ich ein schwieriges Wort, habe ich aber jetzt gelernt, Video. Und das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht, dass das so nicht so gut aufgenommen wird, weil hat das denn von euch keiner gesehen? Porn hat das schon seit 10 Jahren. Ich sag 10 Jahre. Mehr als 10 Jahre schon? Ja, 3 Mal schon. Und wie viele Jahre, alle wie viele Jahre? Nee. Ja, du musst jetzt immer wenn wieder... Wenn Leute möchten. Ja, aber du warst jetzt schon zum 3. Mal hin. Ja. Zum 3. Mal warst du schon hin zum Nachstechen. Hat das von euch vorab keiner gesehen? Nee, ne? Ah, aber jetzt, ja, wo Uwe das dann gezeigt hat, dann, oh Gottes Willen, wie sieht das denn da aus und so. Was hatte einer geschrieben, wie Angry Birds oder sowas. Ja, das ist dasselbe, was sie vorher hatte. Genau exakt dasselbe. Es hat sich nicht geändert. Sie hat genau die alten Konturen wieder nachgezogen da. Also nichts Neues, gar nichts Neues. Es ist absolut gleich. Was vielleicht jetzt anders sein könnte, ist wegen der Schwellung. Weil vom Tätowieren her kriegst du ja auch hier Schwellung oder so, ne? Und das, ich will nicht sagen, sich entzündet, aber es arbeitet halt dann da so, ne? Die Haut arbeitet, bisschen, weil sie verletzt wurde. Ja, so, ne? Weil es dann ein bisschen schief dann da ist oder so, ne? Aber das ist genau dasselbe. Und jetzt nach 3 Tagen, guck mal, sieht es doch alle jetzt wieder aus, so man wie langsam, vorher, ne? Ja, man langsam, ne? Ja. Und wegen mit Tattoo mit jetzt verunstalten. Also Porn hat sogar noch mehr Tattoos. Eili. Nein, so, die hat 2 Stück davon vom Tempel. Vom Tempel hat sie 2 Stück. Also das alte mit hier Hammer und jetzt mal Stock dann da. Dong, da, ne? Das hat sie jetzt dann da. Ob sie es zeigen will, weiß ich nicht. Ach so. Und eins hat sie drauf mit 2 Koi-Fische drauf dann da. Ne? So. In Tugis. In Türkei haben wir es mal machen lassen dann da, ja. Also sie hat noch mehr. Ich selber, ich hätte auch schon 1 gemacht oder sogar 2. Aber ich darf nicht. Ich habe Allergie. Ich habe Allergie. Und zwar habe ich mir in Kenia, habe ich mir mal am letzten Tag hier noch mit besoffenem Kopf dann da, keine da, Ahnung, der Affe, irgendwie. Der Affe, Entschuldigung. Herr Affe, Sie stören meine Ansprache hier mit deinen dicken Eier da, ey. Mein Kampfläufer. Ja, jetzt frisst du wieder weiter. Das war genau jetzt unser Müll da. So. Also habe ich mir mal so ein Henna-Treibel, so ein Tattoo hier auf den Arm drauf malen lassen, jetzt dann da. Und dann nächsten Tag dann im Flieger dann jetzt gesessen. Ich denke, was ist denn mit dem T-Shirt denn da? Was ist denn da los? Juckt auch so dann da. Ne? Da hat sich das dann so entzündet, dass das so jetzt genässt hat, dass das ganze T-Shirt war nass. So. Und dann war ich dann damit beim Hausarzt jetzt gewesen da und dann hat er mich gefragt, was ich da für Dummheit da jetzt gemacht habe, da Allergietest gemacht und dann sagte der, also wenn ich mir mal ein Tattoo mache mit schwarzer Farbe, das wäre das Dümmste, was ich in meinem Leben tun könnte, weil ich darauf Allergie habe. Ja geil, ey super dann da so. Später sah das Ding hier aus wie so ein Brennding. Was sehen wir da, einer da hier weiß mit so einem glühenden Eisen da hier so ein Treibel drauf gebrannt hätte. Und meine Arbeitskollegen fragen auch, gut, hast du da jetzt? Ich sage, da Branding gemacht, weißt du, harter Bursche. Oh, du bist ja bekloppt, ey, du hast Branding gemacht. Aber es sah wirklich so aus, so, wie so ein Branding dann. Ne? Auf jeden Fall, ich darf kein Tattoo machen. Ich hätte aber auch schon sowas gemacht. Dann. Und ich habe auch nichts gegen Tattoo. Was, bitteschön? Töchterchen, ich habe gedacht, sie haben gedient. Ich habe gedacht, sie haben jetzt Muskeln aufgebaut hier. Kannst du keine Kamera mehr halten oder was? Nehmen Sie Haltung an!
Hier wurde der Arm schwer von der Kamera. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich hätte gerne auch ein Tattoo. Ich habe nichts gegen Tätowieren da, muss ich sagen, dann da. Malaika hat sogar auch. Und wie gesagt, Porn hat auch 3 Stück hinten drauf dann da. Aber ich selber, ich darf es nicht. Und was dann dafür Kommentare kamen, davon wegen hier Körper jetzt verunstalten oder so. Also das finde ich jetzt wieder ein bisschen hart, fand ich das jetzt, muss ich schon mal sagen. Dann da, ne? Also jetzt in der heutigen Zeit, ne, ist es also wirklich, es ist jetzt nichts mit Körper jetzt verunstalten muss ich sagen. Ah, wobei, Einwurf, und zwar, mein Bruder, der hat eine Wohnung gesucht und der hat die Wohnungsbesichtigung im T-Shirt gemacht. Und dann kam die Vermieterin und meinte dann so, ja, hier, ich finde sie total sympathisch, ne? Aber mein Mann, der wird ein sehr großes Problem mit ihrem Tattoo haben, denn die finden, dass das nicht in die Gesellschaft passen würde. Und Marlon, der hat, zeig mal, den Unterarm, also der hat halt den ganzen Unterarm hat er halt voll, hier, Innenseite. Ja, genau. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt die Leute waren, aber auch ja, wenn ich ja selber finde, dass das mittlerweile total normal ist, ja, ist es für manche Menschen halt noch nicht normal. Also das sowieso, das ist ja sowieso dann diskriminierend und das darf in Deutschland ja gar nicht sein. Du darfst ja keinen wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Religion, wegen seinen Ansichten oder wegen einem Tattoo diskriminieren und dann sagen, ja, du bekommst wegen dem Tattoo jetzt diese Wohnung nicht. Ne, also das geht der Mann überhaupt nicht dann da. Könnte man natürlich gegen klagen, aber was hast du davon? Dann hast du gleich den besten Vermieter dann da. Bringt also in dem Fall. Oh Gott, die Hunde, ne? Das werde ich ja schon wieder wahnsinnig. Oh. Stopp. Also das sind 2 Kois. Das ist also, einmal ist das hier Tochter, einmal ist das die Papa. Und das ist mein Geburtsdatum. Ach, ist das schön. Aber die Jahreszeit wurde ein bisschen verkackt. Weil das ist übelst verlaufen und die Fische habe ich erst danach machen lassen. Ja. Und dann meinte ich zu dem Typen, dass er noch versuchen soll, die Zahlen zu retten. Das hat er auch noch irgendwie geschafft. Ja. Aber ja, passt, er hätte schöner, schon. Hätte schöner passt, werden können. Passt schon, ja, passt schon. Ja. Passt schon, ja. Ja, Töchterchen, schön gemacht. Aha. Ja. Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. Also hier, der Große ist Papa und der Kleine ist ja, das macht ja auch Sinn, dass der Große vorne wegschwimmt. Ja, Entschuldigung. Weil sie mich ja hier großziehen und ich folge ihnen, ihrem Weg. Jetzt sind wir. Oh, Mensch. Oh, habe ich das wieder nicht verstanden hier, um Gottes Willen. Oh, der alte Papa hier, ey, mein Gott. Ja, ich geh mal weiter, warte mal. So, jetzt pass auf, hier. Porn hat hier die vom Tempel, also das sind jetzt die ganz Alten da mit den Hammer und Nadel einkloppen richtig dann da. Ne? Mit Töne, ne? Und diese auch hier da mit Hammer und Nadel jetzt dann da richtig so klopp, klopp, klopp. Und das sind hier die 2, die Kreuz dann da. Müsste man aber auch mal wieder die Farbe auch mal wieder auffrischen jetzt dann da. Ne? Also. Und das gibt ist irgendwie so ein Schutzamulett hier, ne? Gut, dieser hier, oder? Irgendwas mit Schutz dann da, fragen mich auch nicht, das ist ein Tempel. Das hat auch alles religiöse Bedeutung, aber was genau, kann Porn vielleicht noch erzählen. Wofür sind die? Tage. Ja, du musst sagen, ich kenne mich doch damit nicht aus. Für gute Geschäfte. Ja. Ja, dann für, wenn Leute geöffnet Shop. Ja. Oder Lesalon oder was ist das denn? Die Kunden, die Customer, die, ja. Ja, also für Geld und für Reichtum. Ja. Ja, ich habe gedacht, das ist irgendwie so ein Schutz oder irgendwie so für Krankheit, Unfall, Gesundheit oder so. Nein. Nein, ist das nicht der Fall. Ja, schon lange. Ich habe gemacht in Chantabuli, in Tempo da, aber ich möchte aber nicht gefunden, wohin mehr. Na, das tut aber richtig weh, oder? Oh, ja. Da musst du richtig was aushalten, ja? Ja, muss zu früh rot fahren nach Chantabuli, dann warten so viele Leute schon da und so. Ich habe das mal jetzt gesehen und zwar macht man das wirklich mit einem kleinen Hämmerchen und dann hast du dann so eine kleine Nadel immer wieder in so ein Tintenfass rein und dann dok, 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 dok. Ja. Dok, 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 dok. Geil, oh, ganz geil. Das ist wirklich die ganz alte Methode dann da. Ne? Das ist schon wirklich schön. Das ist schön und das gefällt ja dir. Da kann ich dir auch nochmal machen. Schön, gut.
Wo geht's denn sagen? Nee. 7 Tage darf man nicht an Wasser. Duschen. Dusche darf man, aber in ins Meer nicht. Nee. Ja. Ohne. Dann in Pool auch nicht. Pool nicht. Meer nicht. Aber duschen geht. Dusche geht. Dusche geht, okay. Ohne Shampoo oder Soap. Ja. Und? Oh. Und Vaseline, nicht Oil. Ja, immer schmieren. Deswegen sollte man sowas dann am besten am letzten Urlaubstag machen. Dann kannst du mit nach Deutschland fliegen und dann gut ist. Ja. Töchterchen, ist es für dich hier wie auf dem Übungsplatz hier, oder? Hall, oder? Ja. Ja. Hier rattert das. Also ich bin uns nicht sicher, was das ist. Ich meine, dass es ein MG ist, Papa. Sowieso keine Ahnung. Ich sage, das ist ein Flakgeschütz. Ja, ich weiß es nicht. Keine also ich denke schon, also das ist also wirklich hinterm Berg ist das dann da. Und da wird geschossen, da immer in Abständen von 5 Schuss. Dok, 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 dok. Und hört sich gut an. Sag mal, Töchterchen, ich fühle mich hier wie zu Hause. Da ist er wieder. Da kommt er wieder. Alter, der Teufel nochmal! Granate spitz, du Elendiger, du. Ich hau dir auf die Fresse, du. Alter Hühnerdieb. Werf den Schuh nach ihm. Alter Hühnerdieb, du. Das kann doch nicht mein Ernst sein hier. Wohin? Hinterm dicken Ast hier. Och, du hast aber großen Stein geworfen, du. Oh mein Gott. Jetzt hau da ab hier. Würde overlaufen. Komm doch hier, der Hühnerdieb da hinten. Sehen? Ja. Da ist schon, ja. Da. Der Hühnerdieb. Da ist er. Und der Hühnerdieb, der. Die Manko kam unten da, aber. Ah. Na, richtig. Wie kommt die Mango denn da hin? Die Tüte. Ach so, hat er runtergeschmissen, selber? Ja. Okay, noch einmal. Muss schimpfen mit diesem, muss. Aber es gibt hier auch Parkwächter sozusagen, die da mit einer Zwille dann abschießen, ne? Weil die sollen hier nicht hin. Mit einer Zwille und einem Stein oder was, ne, und dann auf den Arsch drauf hier. Zack. Nein. Er gucken. Ja. Da. Dabei. Alte Hühner, die hier. Dabei. Ich sagte, ich bin echt froh, dass ich keine Affen habe, du. Bei mir. Da werden alle Bananen weg, du echte. Schwierig, du. Mit Zoom jetzt hier, du. Wo ist er jetzt hier? Papa, ist denn die unten? Zuck. Ja. Ruhig bleiben, Uwe, ruhig. So. Grünst du immer noch? Ich bleibe noch drauf, ja. Bin Hühnerdieb hier. Das ist noch unsere Mango von heute Morgen noch. Mein Bein ist auch drauf, das ist schön. Mein Bein, bitte in mein Bein. Ha. Richtig, sitz. Ja, kann weg, lauter. Das ist Abkornaffe. Blöde, hat sie gut gemacht. Sitz, hier bleiben, hier, komm her. Hier, komm her. Hier, komm her. Sitz, okay, gut. Hier bleiben, aufpassen, schön aufpassen hier. Aufpassen. Oh, Sigurd, das Wasser ist ja wieder da.
Entspannung vom. Das Wasser ist wieder da. Ach Gott, ist das schön. Ach, ist das schön. Das Wasser ist wieder da. Ist das schön, du. Herrlich, herrlich. Und der Taxi ist auch da? Taxi ist da? Schön. So, Jungs und Mädchens, das war heute mal ein Strandtag. Wir werden uns jetzt ins Hotel übergeben und dann gehen wir heute Abend gehen wir noch Fisch essen. Das werden wir heute auch noch machen, hier bei dem Markt da. Lecker Fisch essen. Und ob wir davon noch ein Video machen? Machen wir davon ein extra Video vom Markt? Nee, ne? Das glummern wir so mal privat weg, oder? Ne? Ja. Würde ich mal sagen. Das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porno und die Malaika aus Pattaya und Tschüssle. Tschüssi! Das ist dein Schlusssatz? Das wird Schlusssatz. Und mein Beginnsatz ist immer Moin und Tschüssi. Kurz und knapp, gell? Also, wie wir es gelernt haben, bei Bot. Tschüss. Tschüss. Stopp, halt, halt, Moment, langsam, langsam. Also, hier kommt noch was und zwar Bangsare. Der Sunshine Beach heißt der. Der sieht doch auch toll aus. Und da kannst du sogar auch da. Wir waren da auch schon mal. Hat so eine kleine Bar, hat es da. Ich gehe da gleich noch hin. Und hat sogar Internet, hat es da. Und. Essen, trinken da, ganz einsam da, ganz, ganz ruhig hier. Und auch wirklich ein schöner Strand hier. Schöne Skyline von Pattaya hier. Ey, geil. Ist also hier auch ein ganz schöner, versteckter Strand eigentlich hier. Ne? Der versteckt ja eigentlich nicht, weil man da. Du laufst doch nicht so weg hier. Lauf doch nicht so weg. Es läuft im Kreis hier da. Mein Gott. Ich mach von oben. Nein. Sie ist ein wenig schüchtern. Sie ich ist. Ich möchte nicht im Bikini vor die Kamera. Warum nicht? Nee. Weil? Nee. Da steht er. So, Sunshine Beach. Also ich war im Ocean öfters mal hier. Ne? Sag da unten, da kannst du liegen, da wichtig, da ist auch ist ruhig da, essen, trinken da. Preise stimmen auch. Und das ist hier auf der Ecke hier. Und dann dagegen geballert ist dann da hier. Ja. Oh, bin ich gegen Licht jetzt, ne? Kann man sehen. Bangsare Beach. Wer sich hier auskennt hier, ne? Da geht es auch schon wieder hoch hier zur Hauptstraße dann da, ne? Da hoch dann da. Ne? Und parken kannst du auch hier. Ja, wenn du stehen geblieben wärst, hätte es gut gepasst. Ja, mit dem Baum hier. Du Heldin. Ich wollte nur zeigen, da kann man auch parken und dann. Ne? So. Ist auch nicht schlecht hier. Vielleicht kommen wir hier nochmal her. Weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken. Morgen gehen wir auf jeden Fall Koh Lan. Ist mal angedacht. Morgen, wenn Wetter mitspielt, muss immer hier gucken, natürlich gerade mit Insel rüberfahren. Koh Lan, ich sagte schon, also mit Wind geht meine Frau nicht auf das Boot drauf. Na? Also morgen dann Koh Lan. Und Tschüssle. Jetzt ist ein wirklich Tschüss. Tschüssle.